Landesverband Rheinland-Pfalz, das Team der TuS Fortuna Saarburg, vorgestellt von Karin Kramp auf Enzo. So glücklich und entspannt habe ich dich selten zu Gesicht bekommen. Ja, ist jetzt alles zu Ende. Alle fahren mal gesund nach Hause. Was will man mehr, ne? Und es ist offensichtlich ganz gut gelaufen. Ja, nicht so wie gestern, aber wir waren alle ultra nervös. Und für den Enzo ist es erst die erste Saison und er ist manchmal so überwältigt von allem. Aber im Großen und Ganzen sind wir so froh, dass wir einen Enzo haben und der macht sich so gut. Nerven kriegt er auch irgendwann unter Kontrolle. Sieht man ihm ja kaum an. Er ist ja erst 2 Jahre jetzt im Voltigieren, ne? Zum einen trainiert ein Jahr und jetzt eine Saison. Eine Saison, ja. Und er ist euer großes Highlight, ist das richtig? Ja. Der Enzo? Ja. Okay. Ihr habt ja nun schon einige Pferde auch gehabt. Ich meine, Saarburg ist ein Verein mit wie vielen Pferden? Ich glaube, im Moment 10 und 3 Ponys. Also 13. Die Ponys zählen wir als vollwertig mit, das ist doch klar. Also das ist ja eine ganze Menge. Und ihr habt ja schon sehr viele auch schon gehabt. Das ist ja der Punkt. Wenn ihr euren Enzo jetzt seht, also ist der für euch jetzt eine ganz große Hauptperson geworden? Natürlich, also was er in diesem Jahr für uns schon alles geleistet hat, wie oft er über seinen eigenen Schatten gesprungen ist, das müssen wir ihm auf jeden Fall hoch anrechnen. Auch gerade heute oder die letzten 3 Tage hier musste er immer wieder seinen eigenen Schweinehund überwinden, dass er das für uns gemacht hat und das finden wir ganz toll. Super, wie seid ihr denn zu diesem schönen Thema gekommen? Das war Gries, richtig? Ja. Wer hat denn die Idee mit Gries gehabt? Der Coach! Okay, wie habt ihr das aufgenommen? Ja, wir konnten halt erst nicht so viel damit anfangen und dann haben wir einen Filmabend gemacht, uns den Film mal angeguckt und dann haben wir gesagt, ja, probieren wir mal. Und dann sind die Kostüme bei rausgekommen und hat Spaß gemacht auf jeden Fall dieses Jahr das Thema zu machen. Und wenn man sich das Filmplakat vor Augen hält, dann hast du dich da oben ja genau so gemacht wie auf dem Plakat, richtig? Du bist ja der Flieger da oben, ne? Ja. Richtig, denn das ist ja so das Aushängeschild von Gries, ne? Prima, also, wie sieht's denn aus? Mara, haben wir schon Ergebnisse? Wir haben Ergebnisse, jawohl. Dann werden wir euch nicht lange auf die Folter spannen und gucken mal, was da rauskommt. Wir hätten gerne die Pferdenoten für Saarburg. Und zwar die 7,4 bei Richter A und die 7,2 bei Richter D für Enzo und die Karin. Jetzt geht es weiter mit der Schwierigkeitsnote. Bitte jetzt. Richter bei B 8,8 und Richter bei E 9,4.
Das hört sich schon ganz gut an. Jetzt gehen wir weiter mit der Gestaltungsnote. Bitte jetzt. Richter bei C 8,1 und Richter bei F 6,9. Danke. Und wir kommen zur Kür-Ausführungsnote. Bitte jetzt. Richter bei B 8,0 und Richter bei E 7,8. Man kann sich ganz schön sehen lassen, ne? Schauen wir mal, Mara, was hast du für uns? Ja, nach der Kür-Endnote 7,889 und somit knapp die Führung vor der VRG Südwestpfalz. Im Gesamtklassement nach Pflicht und Kür eure Endnote 6,936 und somit momentan die Führung. In Führung, Saarburg in Führung gegangen mit dieser Leistung. Also eine Runde für euch und eure Fans. Vielen Dank.